und willkommen zurück zu Dance at Home. Heute zeigen wir euch, wie man den Fan zusammentanzt. Und da ist auch schon Detlef. Hallo. Wir zeigen es euch auch wieder zuerst als komplette Figur im Fluss und dann zerlegen wir die Figur. Rundschritt, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang und kurz, kurz, lang. Die gute Nachricht vorweg. Der Herr hat die ganze Zeit nur Rundschritt. Also keine Panik, nur Rundschritt. Das Einzige, was der Herr machen muss, das Einzige in Anführungsstrichen, er muss die Dame führen. Und zwar zweimal so richtig führen. Immer geht es um seine linke Hand, die der Dame zeigt, was sie zu machen hat. Einmal muss die Hand nach unten und einmal dann am Ende fürs Damen-Solo nach oben. Wir gehen anfangs in den Grundschritt, der halbe Grundschritt und jetzt auf das Lang geht die Hand nach unten nochmal. Bis dahin, seit Wiege runter. Jetzt weiß die Dame, aha, der will ihren Fan mit mir tanzen. Die Dame hat jetzt richtig viel zu tun. Die Dame muss jetzt hier nach vorne, kurz, kurz, lang, also sie geht nach hinten, schließt, geht mit links nach vorne, vor, vor und jetzt kommt das Damen-Solo, drehen, drehen, seit. Nochmal, seit, wiege, runter, vorne, geht die Dame an den Fuß des Herrn, dann geht sie zwei Schritte zurück, schließt, geht mit links nach vorne und macht ein Damen-Solo. Nochmal ein Stück. Seit, wiege, seit, vor, rück, rück, schließen, vor, vor und drehen, drehen, seit. Wir gucken jetzt gerade nochmal nach der Hand, weil beim anderen Video hat man das leider gar nicht so gut gesehen, weil wir zu weit vorne waren. Das ist irgendwie das Problem. Beim Damen-Solo haben wir ja gesagt, liegen die Handspitzen aufeinander, also die Innenflächen. Die Handflächen, ja. Vielleicht sieht man es jetzt besser. Drehen, drehen, Zeit. Also zwei Knackpunkte. Einmal die Hand nach unten, hier am Anfang. Die Dame da dazwischen, nach hinten, schließen, vor, vor und drehen, drehen, seit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.